Da sehe ich uns. Das gucke ich mir jetzt noch an. Da hat nämlich jemand seine Roomtour vorgestellt aus 2023. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was das kann. Ich gucke mir momentan so viele Rigs an. Einfach nur so kurz vorm Umbau, wisst ihr? So, hi. Ich mache jetzt eine Simrig-Tour. Die habe ich jetzt schon letztes Jahr im März gemacht. Warum? Gab jetzt einige Updates und die will ich euch jetzt zeigen. Dafür machen wir das alles einfach nochmal, aber in aktueller Version. Hat er da einen Renzo-Rennanzug hängen? Ist das so ein Kartanzug? Weiß das jemand? Hier ist meine Spielkammer. Tada! Wow! Das holt mich ja komplett ab, dass der sich einfach so eine Schiebetür da reingesetzt hat. Also scheinbar fährt er auch so nochmal Rennen. Da hängen ja Helme und so. Das ist richtig schick. Wow! Hier steht mein Studio. Ich würde sagen, wir fangen erstmal rechts an. Hier ist ein normaler Schreibtisch. Hier schneide Alter Verwalter, was ist da los? Wie geil ist das denn? meine Videos oder zocke auch ganz andere Spiele. Zum Schneiden der Videos zum Beispiel nutze ich DaVinci Resolve. Und zum Erstellen der Thumbnails nutze ich zum Beispiel Canva. Gefällt mir sehr gut. Damit das nicht so laut ist, habe ich hier einige Schaumstoffplatten montiert. Genau das gleiche auch hier, wenn man das überhaupt sehen kann. Wie Und geil! alles, so gut es geht, abgedunkelt. Dann haben wir hier die geschlossene Kabine oder die halb geschlossene Kabine. Hier ist das ganze Rig. Dahinter ist der Rechner, das Herzstück. Und ja, ihr seht auch schon den Albtraum jeden Simrace. Ist das Kabelmanagement? Leute, ich habe es so oft versucht. Gibt auch einige, die sagen, Junge, du musst da was machen. Geht aber nicht. Das geht wirklich nicht. Wenn du hier ständig am Umbauen bist, Genau das ist das Problem, der ständige Umbau der Sachen. Und du hast unterschiedliche Längen von Kabel, die aus unterschiedlichsten Richtungen kommen, dann kannst du kein vernünftiges Kabelmanagement betreiben. Das geht einfach nicht. Ich habe es wirklich so oft versucht. Das funktioniert einfach nicht. Was aber für mich wichtig ist, und das ist wirklich wichtig, dass ich das, wenn ich im Rig sitze, den Kabelsalat nicht sehe. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Aus den Augen, aus dem Sinn. das würde mich dann wirklich sehr, sehr stören. Wenn ich das aber aus dem Rig aus nicht sehe, ist das für mich genau richtig. Dann habe ich hier noch zwei weitere Wheels mit dem Podium-Hub von Fanatec und einmal das Formula V1 Wheel mit einem Sticker drauf vom lovelystickers.com. So sieht die Dachkonstruktion aus. Etwas gebastelt auf jeden Fall, das gebe ich zu, aber so ist das manchmal. Weshalb man ständig umbaut, na, weil man ständig neue Hardware hat, noch Sachen optimiert und man ist nie fertig. Also ein Rig ist niemals fertig. Never ever. Ja, wenig Licht. Hier auch nochmal eine Pappe, also eine dicke Pappe, die habe ich mit Carbonfolie foliert. Hier auch nochmal Schaumstoff drauf, um ein bisschen diesen Halleffekt in diesem Raum zu schlucken, weil diese Schaumstoffplatten dienen nicht dem Schallschutz. Das denken vielleicht viele, ist aber nicht so. Die schlucken nur den Halleffekt, weil er sich sonst ein bisschen bescheiden anhört. Ja, hier haben wir auch ein Dachelement aus Pappe, aus dicker, harter Pappe. Hier genauso, relativ groß. Alles mit Carbonfolie foliert. Dann haben wir hier das Dach, ist eine MDF-Platte. Ich glaube 12, 13 mm dick. Die ist von außen mit Carbonfolie foliert und innen unten mit schwarzer Wildlederfolie. Okay. Hier habe ich ein Lautsprechersystem, falls Besuch da ist. Ich will jetzt ungern mein Headset geben, aus hygienischen Gründen. Und deshalb haben wir dann immer. Okay. Hygienisch Mähne. Dann nimmt man einfach antibakterielles Spray aus, naja, anderen Ländern, sage ich mal, und dann geht das schon. Es könnte eventuell sein, dass seine Ohren dabei einschlafen, aber du, wenigstens sind die Bakterien tot. Lautsprechern. Hier ist mein Karthelm, den ich Ah, gerne siehst du? zum Kart. Kartfahren Da nutze. ist es. Dann habe ich hier ein geiles Gadget, habe ich mir extra für den Simulator geholt. Eine Pistole, aber das ist ein Staubsauger.
und du kommst damit in jede kleinste Ritze rein. Das ist. Ich habe jetzt gedacht, er kommt mit einer Massagepistole. Ich habe wirklich gedacht, er kommt jetzt mit einer Massagepistole um die Ecke. Ist genau perfekt. Oh, sogar mit Licht. Super, kann ich jedem nur empfehlen. Ist geil. So, dann gehen wir mal zur anderen Seite. Ja, hier hat man ja versucht, Kabelmanagement zu betreiben. Ja, wie gesagt, geht sehr, sehr schlecht. Ich habe 3 oder 4 USB-Hubs, weil man hier so viel schon angebaut hat. Ja, dafür braucht man einige Hubs. Dann habe ich hier das Belüftungssystem. Das ist ein handelsüblicher Ventilator von Amazon. Dazu ein Aluminiumschlauch, der sehr flexibel ist, aus dem Kfz-Bereich, der dann ins Cockpit geht. Weil ich so viele Kabel habe, habe ich auch jedes Kabel beschriftet, hier mit solchen Schildchen. Das ist gut. Das musst du haben, sonst kommst du in Teufelsküche und weißt gar nicht mehr, wohin das Kabel geht. Und nee. Das wäre dann tödlich. Nee, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da empfehle ich dir, und das ist wirklich eine gute Empfehlung, bau es einfach so oft auseinander, dass du jedes Kabel persönlich kennst. Und dann brauchst du es auch nicht, weil dann guckst du es so an, ja, ich weiß, welche das ist. Einfach mal fühlen. So, das Gefühl beim Anbauen so, einfach mal berühren und drüber streicheln. Ja, das ist die Evil DID. Ja. Und dann weißt du Bescheid. Easy. Wenn du umbauen möchtest. Dann haben wir hier, einmal habe ich das auch versucht so zuzubauen mit relativ dünnen Kunststoffplatten, die auch mit Carbonfolie foliert sind. Das sieht man jetzt nicht wegen der schlechten Beleuchtung hier. Dann habe ich das Dachelement für die Pedale jetzt erstmal abgeschraubt, um euch die Pedale mal zu zeigen. Ach, das hat er auch noch drauf. Geil. Das sind Hydraulikpedale von BJ Steel. Das sind die GT Hydraulics Pedale mit Kupplung. Ja, die kannst du auch ohne Kupplung erwerben. Ja, mit Beleuchtung für die Kamera. Die Kamera ist übrigens hier. Da ist die Kamera. Die filmt dann meine Fußarbeit. Oh, schön. Ja, so super sieht Idee. Der Halter. Oh, ich habe halt erst gedacht, dass die Halterung, also diese hier, dass für die für die Wheelbase ist. Aber ist sie ja gar nicht. Cool, Rechner schön. Aus. Das ist der Rechner, das Herzstück. Viel RGB. War jetzt nicht mein Wunsch, aber gut. PC-Hardware kannst du nicht mehr ohne RGB geht noch. Beleuchtung kaufen. Schwer. So, dann haben wir hier das Cockpit. Wow. Wow. What the actual? What? Wo kann man, wo kriegt man das zu kaufen? So sieht das Ganze aus. Da oben haben wir die Philips Hue Lights. Hier zum Beispiel ist noch zu sehen, dass ich hier so auch so ein wow, richtig Stoff schönes davor Rig geklebt habe, damit ui ich selber nicht geblendet werde von dem Licht und dass das so wenig wie möglich in den Monitoren reflektiert wird, weil das stört dann während der Fahrt. Wow. Hier auch nochmal ein Philips Hue Lights, also hier habe ich von denen 3 Stück und ich will gar nicht mehr ohne fahren. Die geben so einen geilen Effekt ab. Dann haben wir hier die UV-Lampe. Die lässt eben diese neongelben Sticker alle schön leuchten. Gerade wenn du nachts fährst, ist das ein Mega-Effekt. Du wirst auch nicht geblendet. Du siehst dann nur eben die Sachen, die du sehen musst, die eben wichtig sind. Boah, ja, was ist das und das? Das ist ja genau für mich gemacht. Ich bin fast 40, ich sehe fast nichts mehr. Das ist ja genau meine Größe. Ohoho! Und hier kann man sehen, dass das Dach richtig dunkel ist. Das ist schwarze Wildlederfolie. Und ja, das wirklich, das könnte ich nie im Leben in diesem Raum hier machen. Ich finde das immer so toll, wenn ich Leute sehe, die das so zumachen. Und ich denke mir dann immer, geil, jetzt so, weißt du, wenn du jetzt umbaust, hatte ich dieses Mal auch, baust du dir wirklich in dein großes Simbrick dann, baust du dir einfach einen schwarzen Cartoon drüber, schön mit Wände, so dass du nichts mehr siehst. Und dann sitzt du hier drinnen einfach jetzt gerade im Sommer und kannst dein T-Shirt ausbringen. Ja, nee. Habe ich ausgesucht, weil erstens haben viele Rennwagen drinnen eben auch diese schwarze Wildlederfolie oder den Wildlederstoff. Und der schluckt extrem viel Licht. Boah, das ist richtig gut. Einer der Gründe, warum ich das überall hier beklebt habe. Auch der Boden. Alles Wildlederfolie.
Tastaturhalter, Wildlederfolie und ganz wichtig, die Ränder der ganzen Fernseher. Die habe ich auch mit Wildlederfolie beklebt, weil der Rand der Fernseher so, ja, silberfarben ist und da wird das Licht dann auch stark reflektiert und das stört dann auf jeden Fall. So, dann haben wir noch hier ein Stück Filzstoff, um eben so wenig Licht von außen in das Cockpit reinzulassen. Weil ich möchte dann wirklich so das Immersionsgefühl haben, in einem Rennwagen zu sitzen. Das ist richtig schön. Und deshalb überall versucht dann, das Licht daran zu hindern, reinzukommen. Das ist ein Rennschalensitz, ein Vollschalensitz von Mirko Seats. Das ist eine Firma in Polen, die bastelt dann die Sitze auf Wunsch. Also auch sehr viel Maßanfertigung. Man kann die Stoffe auswählen, man kann die Nähte auswählen. Das Muster der Nähte, die Materialien, die Größe des Sitzes. Ja, und das sogar mit FIA-Zulassung. Ist zwar schwachsinnig hier, aber ich denke mal, ich glaube, die verkaufen die auch nur mit FIA-Zulassung. Damals knapp über 300 Euro bezahlt, ist für so. Wow, das ist aber günstig. Also verhältnismäßig jetzt. Viel Maßanfertigung, eigentlich ein sehr guter Preis. Ja. Ja, da habe ich hier eine Tastaturhalterung gebastelt. Relativ simpel. Ein Blech mit Wildlederfolie beklebt. Hier ein Kantenschutz, damit man sich nicht wehtut. Ja, und da liegen dann die Handschuhe drauf, die Fernbedienung für die drei Fernseher und die Tastatur. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Cockpit. Obwohl, nee, hier gibt es ja noch was. Hier habe ich eine Halterung, eine Klammer, eine relativ starke Klammer für das Philips Hue Light. Das beleuchtet nur mein Gesicht. Natürlich auch das Cockpit, aber das habe ich hauptsächlich da platziert, um mein Gesicht ein bisschen auszuleuchten für die Facecam, weil es dann sonst etwas zu dunkel wird. Hier kann man noch sehen, die Halterungen, ja, die Halteplatten. Die CDs, die jetzt hier so gebrochen irgendwie hier dran gefriemelt sind, das erkläre ich euch gleich noch. Okay. Ihr werdet dann gleich den Grund dafür sehen. Jetzt gehen wir erstmal ins Cockpit rein. Dafür lege ich euch kurz weg. Leg uns hin. So, hier sind wir jetzt im Cockpit. Alter, wie geil ist das denn? Wow. Ich bin jetzt gerade in Assetto Corsa Competizione. Und der Ton da drinne. Und ich habe hier 3x32 Zoll Fernseher von Toshiba. Die sind aber auch schon, ja, ich glaube 12 oder fast 13 Jahre alt. Können nur Full HD und 60 Hertz. Ich meine, ich kenne nichts anderes. Für mich reicht das. Deshalb habe ich auch jede Simulation auf 60 FPS gelockt, um eben da keine Grafikperformance verschwenden zu müssen. Die Fernseher können ja nur 60 Hertz. Von daher. Dann haben wir hier das Asus FreeBSL Kit. Ja, mit so einer selbstgemachten Halterungen aus dem 3D-Drucker, weil die eigentlich nur bis 27 Zoll Monitore geeignet sind, aber die passen noch bis 32 Zoll, passt das noch. Hier seht ihr jetzt so einen ganz kleinen Versatz. Ja, das geht leider nicht anders. Die Rahmen der Fernseher sind relativ breit. Ah, okay. Und damit du da keinen Rahmen mehr siehst, musst du diese Folie etwas weiter weg von den Fernsehern platzieren. Und deshalb sind da diese gebrochenen CDs dahinter, weil die sind so schmal, die passen noch zwischen den beiden Fernsehern durch. Und damit drücke ich dann die Folie ein bisschen zu mir. Ah, so ist dann der Rand der Fernseher nicht mehr zu sehen, also der Rahmen der Fernseher. Cool. Würde ich die Folie wieder ein bisschen nach hinten drücken, also zu den Fernsehern, dann würde man wieder den Rand der Monitore sehen. Ja. Beziehungsweise der Fernseher. Du, Hauptsache funktioniert. Oh, wow. Wie das am Ende funktioniert, spielt ja keine Geige. Und das wäre dann ein Immersionskiller. Von daher, nur so ist das möglich. Später kommen aber dann Fernseher oder Monitore mit sehr schmalem Rand und dann wird das auch kein Problem sein. Auch hier die Fernseher außen mit Wildlederfolie beklebt. Das ist richtig geil. Und man kann sehen, hier wird null Licht reflektiert. Dann haben wir hier vorne ein 14,9 Zoll Widescreen Dashboard. Das ist ein
nur ein Display mit einer losen Platine dran, die ich auf AliExpress bestellt habe. Und ein guter Kumpel von mir hat dann das 3D... Andreas, können wir uns heute Abend mal unterhalten? Wo kriegen wir diesen Bildschirm her, diese Platine, um das zu bauen? I need it. Das Gehäuse extra für das Display designt und aus dem 3D-Drucker dann gefertigt. Alter, wie geil ist denn das bitte, so ein Dash vor dir zu haben? Wie unfassbar geil ist das denn? Das turnt mich richtig an. Und das passt, ja, wunderbar. Von außen habe ich das mit Carbonfolie foliert. Oh. Innen drin auch wieder mit Wildlederfolie, dass das Licht vom Monitor auch nicht hier irgendwo reflektiert wird. Weil sowas stört mich dann. Wow. Ja, da haben wir hier die Facecam von Logitech. Dann haben wir hier die Ringschraube für das Sicherheitsnetz. Sehr viele Kabel. Dann habe ich hier mein Stream Deck. Damit kann ich auch einige Sachen vom Computer steuern. Die Philips Hue Lights kann ich steuern. Den ganzen Stream kann ich hiermit steuern. Die Szenen wechseln und so weiter. Das geht wunderbar. Hier habe ich mein Tablet drin. Für den Stream, um meinen Stream auch selber zu sehen und den Live-Chat auch lesen zu können und dann auf euch reagieren zu können. Dann haben wir hier ein 7 Zoll Bildschirm. Ich liebe große Bildschirme. Mann ey! Dieser Bildschirm war vor diesem großen Monitor hier in der Mitte. Den habe ich jetzt hier an die Seite gepackt mit der Sonnenblende. Ja, und den benutze ich dann als Zusatzdisplay. Und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dann will man eigentlich auch nicht mehr ohne. Dann haben wir hier ein Do-It-Yourself-Buttonbox. Habe ich selber gebraucht, gekauft, hat jemand gebastelt, funktioniert tadellos, mit Carbonfolie foliert. Außen sieht man einen neongelben Streifen. Das ist Felgenrandaufkleber für Motorradfelgen. Oh. Ich hatte noch was über. Heiße Crocs, Magga. Sympathiepunkte um 20 gestiegen. Habt von meinem Motorrad und hab das dann dafür benutzt, um nochmal die Buttonbox außen zu bekleben. Oh, ich möchte auch so gerne so einen Starter haben. Oh, so, so gerne. Das finde ich, sieht gerade nachts ziemlich cool aus. Oh ja. Dass dann die ganze Buttonbox beleuchtet wird. Alle Sticker sind auch maßangefertigt, speziell für mich. Natürlich in neongelber Farbe, dass das UV-Licht dann schön dort reflektiert wird. So, dann gehen wir hier noch weiter nach rechts. Dann habe ich hier eine handelsübliche Made in China Handbremse. 60, 70 Euro. Mehr hat die nicht gekostet. Hat ein bisschen Spiel, aber tut, was es soll. Funktioniert einwandfrei. Seid nicht traurig. Seid nicht traurig, Tau. Okay? Ey. Ich liebe euch. Ihr kommt hier nicht weg. Okay? Da muss erstmal was geboren werden, was euch auswählt. Seid nicht traurig. Das wird nicht passieren. Fanatec 1.5 Shifter. Man auch als Sequenzellen-Shifter nutzen. Ist echt ein geiles Teil. Also Preis-Leistung ist wirklich sehr gut. Das Ding ist massiv, es ist schwer, es wirkt sehr hochwertig, es ist stabil, ja, sehr massiv, wie gesagt, und man kann wechseln sehr schnell zwischen Haarschaltung und Sequenzell. Dafür braucht man nur diesen Schieber hier, den man jetzt hier nicht so sehr sieht, schieben. Den schiebt man nach vorne. So, mal kurz wackeln. So, jetzt habe ich den hier nach vorne geschoben und jetzt kann ich nicht mehr zur Seite. Jetzt ist es ein sequenzieller Shifter. Dafür ist der wirklich mega, gut mega von nice. Fanatec. Ja, da habe ich hier mein Headset hängen. Das Beyer Dynamics MMX 300. Hier auch, so viel es geht, Wildlederfolie. Innen drin mit Carbonfolie foliert. Hier nochmal die Nordschleife. Hier habe ich mein Trinksystem. Das ist ein Getränkehalter, da drin ist eine Flasche. Oben drauf wird nochmal der Schlauch angeschlossen. Der Schlauch wird dann ans Sicherheitsnetz. Moment, was, du hast ein Trinksystem? Befestigt und dann kann ich auch während meiner Langstreckenrennen auch immer trinken während der Fahrt. Das ist wichtig, finde ich, wenn man da auch sehr viel schwitzt und Flüssigkeit verliert. Ich hab getrunken. Hab ich. Und man dann nicht irgendwo jetzt hier rumkrosen kann und irgendwie eine Flasche sucht. Hier ist die Öffnung der Belüftung. Da unten sieht man die Pedale. So, dann habe ich hier zum Beispiel Handschuhe von Alpinstars. Die Marke ist mir eigentlich total schnuppe.
Nur ich fand die Handschuhe vom Design her ziemlich cool. Sind auch schon relativ alt, ich glaube 6 oder 7 Jahre bestimmt. Halten aber immer noch und das im täglichen Gebrauch. Das ist krass. Für mich ist das einfach geil, weil die Nähte, ja, sind außen anliegend. Die Nähte sind nicht drin. Ich muss jetzt kurz mal fragen, warst du kurz vorher baden, bevor du das Video aufgenommen hast? Ja, sieht man hier. Hier sind die Nähte innen und hier sind die Nähte außen. Genau da, wo man eben das Lenkrad berührt. Und das ist so ein angenehmes Tragegefühl. Und für mich ist auch wichtig, ganz wichtig sogar, dann, dass hier innen drin auch so eine Art Wildleder ist. So hast du richtig schön Grip am Lenkrad. Ja, und ich finde die einfach super. Preis-Leistung finde ich top. Ich glaube, 70 Euro habe ich dafür bezahlt. Ist zwar auch eine Stange Geld, aber die nutze ich auch jahrelang zum Kartfahren. Von daher ist das schon okay. Dann habe ich hier das McLaren Wheel von Fanatec. Das V1 noch. Seit Release macht es seinen Job. Das Gummi vom Griff ist aber so, dass es sich nach einiger Zeit löst. Es wird porös. Es krümelt einfach ab. Und deshalb habe ich da jetzt ein Lenkerband umgewickelt. Ein Lenkerband ist eben eigentlich ein Band für Fahrradlenker. Ja, kannst aber auch für die Lenkräder nutzen und das macht den Griff auf jeden Fall dicker, aber sehr komfortabel. Ich finde das noch okay. Wer kleine Hände hat, das wird dann eventuell grenzwertig. Dann habe ich hier einen Sticker drauf von lovelystickers.com. Ja, hier meinen neongelben Sticker drauf. Dann habe ich außen herum noch diesen Felgenbandaufkleber genommen, dass man die einfach immer schön leuchten sieht. Das ist schon schick. Gerade wenn man nachts fährt oder nur wenn man nachts fährt. Ja, so sieht das hier drin aus. Jetzt im Aston Martin auf Kyalami. Ganz wichtig, wenn man Triple Screen fährt, ist das Field of View. Das ist so wichtig, dass man das vernünftig einstellt. Dass man irgendwie habe ich das Gefühl, heißt der Kühni? Wirklich so fühlt, als würde man in einem Auto drin sitzen. Den Namen. Nichts wirkt irgendwie vergrößert oder irgendwie extrem weitwinklig. Das muss schon passen, weil sonst hat man da echt ein scheiß Gefühl drin während der Fahrt und das ist einfach nicht cool. Dann hier noch das UV-Licht, was ich vorhin schon angesprochen habe und hier die 3 Philips Hue Lights. Das ist eben cool, diese Philips Hue Lights, die kannst du mit einer App so positionieren auf den Monitoren, dass du denen sagen kannst, welches Licht die, also von welcher Stelle aus am Monitor die das Licht aufnehmen sollen und das dann hier widerspiegeln sollen. Das ist so geil gemacht. Das ist wirklich gut. Und gerade auch wenn du nachts fährst und es ist dann wirklich dunkel, du siehst hier nichts, die Lampen leuchten nicht. Fährst du aber durch gelbes Flutlicht zum Beispiel, was es ja auf manchen Strecken gibt, da wird das ganze Cockpit auf einmal schlagartig gelb hell beleuchtet und dann wieder verdunkelt. Und das ist so geil für die Immersion. Also ich kann jedem empfehlen, das mal mit diesen Philips Hue Lights auszuprobieren. Das ist schon geil. Nie mehr wieder ohne. Ja, da haben wir noch hier, habe ich auch versucht, so viel es geht, die Aluminiumprofile mit schwarzem Wildleder zu folieren. Ja, das sieht man jetzt hier nicht so gut. So, da nochmal hier mit schwarzem Wildleder. Hier habe ich noch eine LED-Matrix. Ist auch nochmal eine Art Spotter, links und rechts. Und Flaggen werden mir hier auch angezeigt. Notaus für die Fanatec Wheelbase. Die RAM-Mount für die Tablet-Halterung. Das gleiche auch für das Stream Deck. Ja, sehr viel gebastelt, also alles irgendwie zugebaut. Das ist richtig. Aber gut. Eben so, dass man den Kabelsalat von dieser Fahrersitzposition aus nicht sieht. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Ja, da habe ich hier ein Do-It-Yourself-Sicherheitsnetz gebastelt. Habe ich provisorisch mit Tacker zusammengetackert. Ich habe eigentlich vorgehabt, das vernünftig zu vernähen und dann eventuell in Serienproduktion zu gehen, aber meine kleine Nähmaschine packt das nicht. Und irgendwie weigere ich mich noch, eine große Nähmaschine extra dafür zu kaufen. Ich guck mal, ob das vielleicht jemand für mich machen kann. Auf jeden Fall, die erfüllen ihren Sinn und Zweck. Hier sind so ganz kleine neongelbe Akzente, weil ich habe schon in sehr vielen Rennwagen gesehen, dass das auch an Sicherheitsnetzen der Fall ist. Ich stehe so auf die kleinen Details,
Und der Grund ist folgender, dass wenn der Fahrer das Auto irgendwo zerlegt und es entsteht sogar Rauch im Auto und ganz besonders nachts, dann leuchten meistens noch die Schwarzlichter im Cockpit und dann kann der Fahrer, auch wenn er fast nichts mehr sieht, das Neongelbe wird trotzdem noch ein bisschen reflektiert und deshalb kann er dann fast blind die Netze lösen. Das gilt natürlich dann auch für die linke Seite. Kann ich mal kurz zeigen. Hier. Okay. So kann er die fast blind lösen und schnell aus dem Fahrzeug raus. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Das finde ich schön, dass man hier noch was lernt nebenbei. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Gut, warum auch an solchen Netzen schon mal so neongelbe Elemente zu sehen sind. Ja, das war es auch eigentlich schon. Ich habe so viel es geht versucht zu verkleiden, dass eben so das Gefühl aufkommen soll, dass man dann in einem Fahrzeug sitzt. Ich habe auch noch vor, das Cockpit komplett zu verkleiden, nochmal neu zu bauen, quasi Simulator 3.0, weil das ist jetzt 2.0, das davor sah relativ offen aus und jetzt ist es eher sehr kompakt, sehr eng, sehr zugebaut, aber genauso wie ich das haben wollte. Es wird sehr schnell sehr warm hier drin, sehr stickig, aber auch, kaum zu glauben, aber auch das wollte ich so haben. Das dient auf jeden Fall der Immersion. Oh. Aber deshalb auch die Belüftung. Später kommt noch vielleicht eine zweite und dritte Belüftung noch dazu. Ja, so ein Projekt wird nie fertig. Nee. Man bastelt immer irgendwo irgendwie daran. Und deshalb, ja, so viel dazu. Einfach random nochmal Knöpfe drücken. Ich alle mit SimHub. Da habe ich auch Knöpfe dafür belegt. Um die ganze echt sympathischer Mensch. Einfach aus der Kalten sich gesagt, komm, wir machen eine SimRig-Tour und nimmt jetzt einfach 24,5 Minuten komplett aus der Kalten das Video auf. Da gibt es kein Skript, da ist nichts vorgefertigt. Das ist einfach 24 Minuten, hier ist mein Ding und fertig. Finde ich richtig schön. Finde ich gut. Die ganzen Seiten durchzuschalten. Gerade für Langstrecke ganz, ganz wichtig. Ja, ist schon ein cooles Feature. Hier habe ich ein Dashboard bei SimHub. Hier wird mir das Driver-Info-Display angezeigt. Hier werden mir die Flaggen angezeigt, die während des Rennens stattfinden. Nicht, dass es hier nicht angezeigt würde auch, aber das haben die Rennwagen so, dass sie ja dieses DIT-Driver-Info-Display hier haben, nur in kleinerer Form natürlich. Das weiß ich. Finde ich so geil. Aber ist schon cool, wenn du sowas hast. Ja, fühle ich. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Das war's. Könnt ihr jetzt nicht sehen, hinter dem Fernseher. Oben habe ich auch nochmal ein Stück Filzstoff, so wie hier, dass da eben vom Rechner die RGB-Beleuchtung nicht hier reinkommt. Nice. Vier-Punkt-Gurt habt ihr schon gesehen. Ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, dann sage ich, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie zu Ideen bringen, dass ihr irgendwas nachbauen könnt. Absolut. Und konnte die meisten Fragen von euch vielleicht beantworten. Absolut. Wenn ihr trotzdem noch Fragen haben solltet, haut auf jeden Fall die Fragen unten in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn nicht schon geschehen, sogar ein Abo. Mach ich so dir. Könnt ihr den Kanal und mich supporten. Mach ich. Und so komme ich weiter. Und das motiviert dann nochmal für euch. Das motiviert mich nochmal, weitere Videos für euch zu machen. Ist ein ganz großer Aspekt. Der Spaß muss auch da sein. Leute, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Bye, bye. Tschüss. Das war jetzt wirklich so sympathisch, dass ihr da jetzt alle reingeht und das Video mal kurz penetriert. Tut mir den Gefallen. Das war wirklich komplett aus der Kalten. Einfach mal schnell in Anführungsstrichen 20 Minuten eine SimRig-Tour zu machen, ist schon stabil. Feier ich sehr.